Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen DIY. Heute zeige ich dir eine einfache Methode, wie du einen Weihnachtsstern basteln kannst, und zwar aus Klopapierrollen. Du benötigst zwei Klopapierrollen, eine Schere, ein Lineal und etwas Heißkleber. Und dann kann es auch direkt losgehen. Und zwar faltest du beide Klopapierrollen flach zusammen, so wie ich es jetzt hier zeige. Und anschließend schneidest du die Rollen in 1 cm breite Streifen zu. Pro Rolle sind das in etwa 9 Streifen. Nach dem Zuschneiden legst du 5 der Zuschnitte beiseite und alle anderen Teile faltest du jetzt wieder in der Mitte. Dann entstehen wie so kleine V's. Pro Sternspitze benötigst du jetzt 2 dieser gefalteten V's und du nimmst jetzt die erste Sternspitze. Legst sie dir zurecht, machst deinen Heißkleber warm und dann gibst du mit dem Heißkleber auf das erste V rechts und links ein kleines bisschen Heißkleber und klebst das Ganze in deiner Sternenspitze ein. Einfach reinlegen, an den Seiten andrücken und das zweite Teilstück fixierst du jetzt mittig darin. So ist jetzt die erste Zacke entstanden. Das Ganze wiederholst du jetzt 5-mal mit allen weiteren Zacken. Jetzt sind sie fertig, unsere Zacken, unsere Sternenspitzen und müssen nur noch miteinander verbunden werden. Dazu nimmst du nochmal die Heißklebepistole und fixierst alle Zacken reihum mit ein bisschen Heißkleber miteinander. Und schon ist er fertig, dein Papierstern aus Klopapierrollen. Der hat jetzt natürlich noch so seine naturgegebene braune Färbung. Falls dir das vom Papier farblich nicht gefällt, kannst du ihn jetzt natürlich auch noch mit Sprühlack lackieren, zum Beispiel in Gold oder Silbern.